meine Freunde, und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Ich schaue gerade im Hintergrund so, wie du da gerade eben kämpfst, und ich habe gerade eben gesehen, wie du doch einen Squid so richtig hart den Sidekick gegeben hast, Flo. Das finde ich sehr gut von dir. Lol, okay. Und damit einen wunderschönen guten Tag und willkommen wieder zurück zu Minecraft Spellstorm. Genau, Flo, wie geht es dir denn heute? Ja, mir geht es heute überhaupt. I am feeling very good today. Ach, du fühlst dich sehr gut today? Das ist unglaublich. Flo, sag doch mal den Zuschauern, was wir denn heute vorhaben. Wir werden Seemänner. Wir werden Seemänner, sagst du? Meinst du so Piraten und sowas auch? Lol, du hast mir jetzt auch ein Boot mitgebaut. Ach, finde ich ganz cool. Heute spielen wir Seemänner, weil Flo gesagt hat, lasst uns doch einfach mal auf die hohe See gehen, weil es hier nämlich viel zu entdecken gibt. Denn es sieht so aus, dass dieser Mod nämlich auch so Korallenriffe und so einfügt, die wir hier sehen. Die sind echt ganz geil. Und es ist einfach unter Wasser irgendwie so ein bisschen mehr. Sag mal, Flo, haben wir auch Haie? Glaub nicht, aber wir haben Octoroks. Also die Zelda-Bomben. Keine Haie? Was, aber... Aber Flo, wieso nicht? Stell dir vor, Squidoodle ist ein Haar. Oh, okay. Oh nein, Haie! Oh nein! Das ist, oh nein, Flo, fahr weg! Nee, natürlich nur ein Spaß. Oh, da hinten ist ein Turm. Ein Turmarino. Geil, Alter, lass den mal gleich ansehen. Der sieht voll cool. Sieht voll witzig aus. Oha, diese Korallenriffe sehen einfach mega cool aus, Alter, weil die leuchten so unter Wasser. Und der Turm sieht auch cool. Sag mal, hä? Aber wie werden die eigentlich generiert? Welcher Mod ist denn das? Reconquerant Complex. Reconquerant Complex. Also, Leute. Für die, die eine Modliste in die Kommentare schreiben. Ja, für die, die Modkiste in die Modliste in die Kommentare schreiben, müsst ihr euch leider. Für die, die Modkiste in die Kommentare schreiben. Ja, für die, genau. Und die, die Modkiste in die Kommentare schreiben. Es kommt irgendwann, okay? Keine Ahnung. Oh, Kiste! Ja? Und Modliste. Oh. Nein! Oh, Köpfe! Lol, Iron Gold Chest. Upgrade, was für Guck Teil? Guck dir das Enchantment Book an, Pain 2. Schmerzen 2, lol. Das mache ich auf meinen Helm und dann bin ich schmerzlos. Dann bist du so ein Schmerzens... Moody Helmet, was ist... Supen! Supen? Leute, wo ist... Da ist die Soup. Wir haben es geschafft. Ja, aber ich hab gerade keinen Hunger, Flo, aber ich würde voll gern... Nein, nicht Supen! Oh, warte, Supen, lol, hä? Ich kann nicht Supen, Alter. Warte mal, Ich hab gesupt und dann habe ich Knockback. Ich habe einen Moody... Lol, Flo. Ich habe gerade einen Helm angezogen, der mir über die Augen geht. Wow! Guck dir das mal an. Nur ein Auge guckt raus. Hey, warte. Let me see this shit. Du kannst mal das hier checken. Okay, lass mich das hier checken. Und du checkst das hier. Warte, ich brauche keinen Flint. So, check das out. Check it out. Ich wollte den Helm mal testen. Ach, du wolltest den Helm testen. Okay, tell me. So, was ist das? Portion of... Ach, egal. Das muss man doch ausprobieren, oder? Was ist das denn? Soll ich das trinken? Trink's nicht, Roman, bitte. Nee, gib mir! Du bist dumm! Nein. Was ist das? Du bist dumm, Mann! Du hast gesagt! Roman, hier ist ein Geist von dir. Ich muss ansehen! TP Aerosol zu kaufen. Guck im Chat. Du wurdest molekülisch zersetzt. Ich glaube, das ist nicht... Du hast gesagt, ich soll's... Ja, okay, gut. Ich dachte, du hast das ironisch gemeint. Ich dachte, das ist cool. Und ich bekomme irgendwelche Lass ihn. Das ist unser Haustier. Okay. Hier ist ein Antispieler. Warte, und kannst du dir kurz ablenken? Guck, der hat den Kopf, auf den du den Inventar hattest. Echt jetzt? Lol, stimmt tatsächlich. Guck, der supt. Der supt? Oh, läuft, dann ist er ja Minecraft Survival Games Profi. Warte mal, Komm, das wird jetzt das wird jetzt Richard. Da kommt es mit. Richard? Hä, warte mal, Richard. Ach, Richard, ja natürlich. Komm, lass ihn Richard nennen. Hast du einen Nametag dabei? Komm, das ist schon ein richtiger Steve. Das ist so ein richtiger Richard, Alter. Aber Problem ist, ich glaube, hast du noch ein paar Items von mir aufgehoben, Flo? Richard hat die? Richard, gib mir meine Items. Es tut mir leid, es war schön mit dir, aber Richard... Okay. Ja, warte mal. Der muss hierher, so dass es nicht an... Oh Mann, Richard. Richard, komm. Auf geht's, Richard. Richard, komm, beweg dich. Och, Richard. Warte. Mal schauen, ob er den Matthelm nimmt. Warte. Psch. Komm schon, Richard. Du willst den Matt. Mann, der ist dumm wie Kacke. Nicht, warte. Er hat ihn! Lol, er hat ihn angezogen. Er zeigt sein wahres Gesicht, Flo. Das ist der reale Richard. Gib dir mal einen Sidekick. Ich hab ihm Sidekick gegeben, Flo. Lol, Flo, der hat gar nicht meine Items dabei gehabt, Mann. Lol, meine Items liegen auf dem Boden des Meeresgrundes, Flo. Hier, easy peasy, lemon squeezy. Heb mal ein paar rauf. Oh, da ist das Essen. Oh ja.
Oh, das ist gut. Das sieht voll geil aus, gell? Das sind so ganz viele schöne bunte Bläschen und alles drum und dran, ne? Alter Vater. Also hast du noch ein paar Dinge aufgehoben? Ich war nicht der Erste im Projekt, der molekularisch zersetzt wurde. Ja, ich bin nämlich der Erste, der. Ich wollte nämlich als erster Molly-Dingster-Bumster zersetzt werden. Genau. Das wollte ich in diesem Projekt erreichen. Flo, sag mal an, ich bin jetzt gerade wieder auf meinem Boot und ich habe fast meine Goldäpfel vergessen. Warte. Goldäpfel! Kapitän Flo, du musst uns noch sagen, wo wir hin müssen, Alter. Hier ist Crystallized Zink. Crystallized Zink? Nein, Flo, mein Boot schwimmt weg. Ach, nimm ich das andere. Egal. Julu, wo bist du denn? Warte, ich brauche meinen Stiefkopf. Was? Brauchst du einen Stiefkopf, Arena? Wo bist du denn hin, Alter? Auf dem Turm. Ach so. Mein Boot. Hä, ich mache hier gerade Making My Way Downtown um den Turm herum. Siehst du das? Making My Way Downtown, walking fast. Nein, ich habe meine Bergmann schon Turm geworfen. And I need you. And I miss you. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Alter, Gary ist auch immer bei uns dabei, ne? Gary ist 100% safe bei uns. Ganz besonders auf meinem Kopf, weil auf meinem Kopf geht. Weil, weißt du, mein Kopf ist 100% safe immer. Okay, sag mir, wo wir hin müssen und ich folge dir. Im Norden, weil im Norden sind die starken Leute. Weiß man auf Stacy. Da weiß man das crazy. Oh Mann. Flo, Dings, was hältst du denn eigentlich davon? Viele Leute haben uns gefragt, sag mal, wie ist es eigentlich, beziehungsweise was kann man eigentlich machen, wenn man denn so eine große Reichweite besitzt? Weil wir sind ja so circa, wir sind jetzt tatsächlich, also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Flo, aber wir sind von unserer Größe relativ gewachsen. Das ist dir selber echt? Irgendwie aufgefallen. Ja, guck irgendwie, mir die Augen. Irgendwie sowas. Ich schau dir gerade in die Augen und fahre gleichzeitig. Nein! Oh, Flo, und man muss irgendwie sagen, sag mal, Flo, wir können eigentlich unsere Reichweite schon lustig ausnutzen, oder? Weil ich meine, wir können die Gehirne der Leute waschen mit Hashtag Gurke. Ja, weil, guck mal, du musst dir das so vorstellen, wir können sozusagen sagen, yo, wir kennen 160.000 Leute, zusammen so um die 300.000, ja, wenn man es jetzt mal rundet, ja. Das wäre gar... Nein! Flo! Lol! Oh, ich hab's zum Glück noch. Lol, mein Boot, das schwimmt gerade. Making my way downtown nach oben. Lol, Flo, wo bist du hin? Oha! Was ist denn? Guck! Lol! Lol! Was ist das? Lol, die sieht sau mega witzig aus, Alter. Ja, was heißt die? Das ist ein R. Ein R? Ein der Tempel. Ah, stimmt, der Tempel. Es ist ein der. Aber ich hab gemeint, ich bin Roman und sag die Tempel. Ich bin die Gebäude. Du bist die Projekt. Warte mal, kurze Frage. Stimmt, das Gebäude war's, ne? Ich wollte gerade die Gebäude. Mann, wieso muss es immer in meinen Folgen regnen, Flo? Ah, ich hasse. Alles Biomi ist geil. Tatsächlich, das ist ehrlich gesagt voll hübsch, Alter. So ein bisschen Bäume und so. Oh, ich würde mal sagen, warte mal, ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, es geht sich, glaube ich, nicht mehr aus, den Dungeon zu machen. Echt nicht? Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben. Wir haben jetzt September, okay, haben wir uns wieder gefunden. Flo, wohin geht's denn als nächstes? Ich würde mal sagen, wir schauen uns da hinten um. Das ist ein voll lustige Biom. Ah, okay. Übrigens, wir haben ja noch unsere Zelda-Häuser, ne? Was ist denn das für ein Biom? Das ist das normale Waldbiom, Flo. Das ist Nein, Bruce das ist Wars. Kein Waldbiom. Achso, das da meinst du? Das ist mit den... Ah, da sind die Bäume größer. Lol. Tatsächlich. Lol, okay. Guck mal, das ist Bambus aus Holz, Flo. Ey, das ist verrotten. Das ist verrottetes Bambus? Das ist Rivercane. Ja, der Rivercane, das muss man aber mitnehmen, Alter. Rivercane. Gustav, ist der reale Gustav oder ist es einfach nur ein Gustav? Ja, guck mal, vielleicht hat er ein Nametag. Ja, warte mal, muss mal gucken, ob der Nametag dran ist, dann kann man wissen, ob es der... Hä, wo ist denn Gustav? Wo hast du ein Schwein gesehen? Ey, hier ist ein Dryad. Da drüben ist einer bei dem See. Sagst du Dryad töten? Ich habe aber kein Schwert. Warte. YOLO, der... Okay. Okay. Der hat immer eine 1% Chance, oder was? Plus die Challenge. Hä, aber wenn ich jetzt... Das heißt, aber was passiert, wenn jetzt dieser Endboss spawnt von der Dryade? Was passiert dann? Dann sind wir am Arsch. Okay, dann sind wir am Arsch. Okay, das akzeptiert. Lol, guck mal. Hier ist so komisches, buntes Erz. Lass es einfach mitnehmen. Weißt du, wieso? Weil es bunt ist. Roman. Hä, was ist? Oh Gott. Guck. Blue Topaz. Ich brauche Topaz, Alter. Easy peasy, bleib und squeeze, ich brauch Topaze, ey. Bist du beim Topaz? Lol, ja, ich hab grad eben Topaz abgebaut. Und du bist irgendwo hingerannt, hast die ganze Zeit komische Geräusche von dir gegeben. Was denn? Show. Ja, Lol. Squidoodle, cool. Der sieht lustig aus, Alter. Der hat auch ein Monokel an, Alter. Das ist sau witzig, ey. Aber dem seine Tentakel gehen halt komplett durch deinen Kopf durch, Alter. Sau geil, Mann. Lol. Alter Vater, gib dir die Berge! Lol!
die Berge. Alter, warte mal. Das mit. What the fish? Warte mal, guck dir das mal an. Alter, oh. Vater, wieso sind. Mein Minecraft rendert das nicht mal so weit raus. Warte mal, ich brauche kurz Minecraft Soup, damit ich soupen kann. Einen Moment, so, ich habe jetzt gesoupt. LOL. Flo, gib dir das mal, wie hoch das ist. LOL. Alter Vater, ist das krass, Mann. Wie? Alter Vater, ist das groß, Mann. Warte mal, hä, wieso sind die. Hä, gibt es überhaupt. Was ist das für ein Biom, Flo? Was ist das für eins? Ja, drück F3 und guck mal. Wo sieht man denn den Namen von dem Biom? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir sind gerade eben in. Da steht River. Bei mir steht River. Ah, nee. Hä? B, ja, B, River. Lol. Nee, du musst jetzt reingehen. Crack. Ich hab gerade einen Screenshot Arena gemacht, warte. Boah, geil. Warte, ich mach uns Betten. Krass, Mann, Alter, die Berge, ey. Übelst. Ach, du hast Betten dabei? Komm her, schnell. Wait. Warte, Flo. Hier, Craig. Okay. Glaubst du, überlebt man das? Oh nein, du hast Internetprobleme, Flo. Oh nein. Nein, hab ich nicht. Ich bin geliebt. Ah ja, ich hab Internetprobleme, dass du Tag machen kannst. Okay, ist übrigens wieder Tag. Du kannst wieder draufkommen. Ja. Lol. Von irgendjemand, von irgendwo schießt gerade jemand. Ach, das ja, Skelett. Gib mir mal bitte ein Pfeil-Skelett. Lol, ich hab dem Skelett den Kopf abgeschlagen. Okay, Leute, da ist wieder Flo da mit seinem Squidoodle-Kopf. Und Flo wollte uns heute noch etwas ganz Besonderes zeigen. Denn Flo, was haben wir denn hier für ein Item dabei? Was wir schon von Anfang an haben. Linkshaus. Requires a 7 to 8 clear space, 9 blocks high, dig foundation 1 deep for best results. Wir müssen das irgendwie einen Block nach unten graben. Bist du jetzt gerade eben in den Berg hochgeklettert, Flo? Nee, ich bin hinten dort, weißt du? Ach so, bei der Crafting Bench? Ja, guck, nee. Ah, ich seh dich, ich hab dich, glaube ich, schon gesehen. Ja, genau, warte, ich lauf dir gerade hinterher. Easy peasy, lemon squeezy, zack. Warte mal. Bist du hier? Ja, ach, bin hier, okay. Bei dir. Versuch mal, ein Haus zu spawnen. Warte, ich versuch einfach. Irgendwie soll man. Warte, die haben gesagt, dass man das einen Block tief machen muss. Soll ich das hier in die Mitte setzen? Ja. Okay, easy peasy. Hä? You must clear first the area. Achso, lol, wir sind nicht richtig. Warte. Nee, da brauchst du. Da brauchst du mehr. Platz. Also, ich. So. Hä? Achso, das heißt, ich brauche mehr Slots im Inventar oder was? Mehr Platz, das ist zu viel Gras. Lol. Ja, aber irgendwie geht das hier nicht, oder? Warte. Kann ich Blätter abbauen? Jedenfalls. Braucht das so viel Platz? Ich glaube schon. Boah, mehr Platz, Flo, mehr Platz brauchen wir. Jedenfalls Roman, ist ja vorgestern ein richtig geiles Spiel rausgekommen, oder? Ja, man, GTA 5 für den PC, Alter, das haben wir heute schon gespielt. Und ich glaube, nach der Aufnahme gehe ich das wieder spielen, Alter. Weil, das ist sau mega witzig. Hä? Warte mal, ich glaube, das kann man. LOL. Oh! Hast du jetzt einen Block tief? Nee, Alter, habe ich nicht. Übelst eklig. Das hat nämlich ein Block tief gar nicht funktioniert. Weil wenn man das ein Block tief setzt, Flo, dann sagt der, ja, ich habe außenrum keinen Platz. Das sagt er dann. Ja, das werden aber unsere temporären Häuser. Okay, solange das geht eigentlich relativ easy klar. Hui, das ist eigentlich voll das gemütliche Haus. Oh, hey, Flo, da gibt's sogar Dings drin. Wie heißt's? Gleich sag ich's dir. So Skill Orb und sowas gibt's hier. Yay, oh. Skill Orb Level 1, Alter. Just es get gibt the einen basics. Dachboden. Lol, geil, aber da kommt man nicht hoch. Doch. Echt? Wie kommt man da hoch? Ja, warte. Ich muss eine Treppenstufe bauen. Hast du einen Key gefunden? Ja, habe ich. Ich habe hier einen Key in meiner Kiste. Warte, nicht öffnen die Kiste oben. Da ist nämlich nur ein Herzcontainer drin. Der ist übelst unnötig. Echt jetzt? Okay, lol. Ist da immer nur ein Herzcontainer drin, oder wie? Ja, genau. Lol, mega langweilig. Deswegen, da kann man doch irgendwie so Secret Rooms oder so finden, ne? Und dann. Genau. Da brauchen wir mal einen Hammer. Lol, stimmt. Ja, ich habe auch, meine Truhe ist aber schon voll. Was ist Iron to Gold Chest Upgrade? Was? Ich habe so ein Teil, das heißt Iron to Gold Chest Upgrade. Warte mal, ich glaube auch, warte, hast du zwei Stück? Ich habe eins, habe ich davon und irgendwie weiß ich nicht, was ich damit machen kann. Was kann man damit machen, Flo? Hast du Eisen? Warte, ich habe Eisen, warte mal, ich crafte eben was. Lol, okay. Du kannst dir, warte, das ist mir so ultra geil, pass auf. River Cane, Oaks. Oh, ich kann noch Brot bauen, Alter. Was? Ja, Mann, an der Crafting Bench kann ich jetzt richtig geiles Brot bauen. Nein, warte mal, wie crafte ich mir dieses Upgrade? Du kannst nämlich Kisten upgraden, ne? Das sind die krass Leveln. Hä, wie jetzt? Du kannst Kisten upgraden. Oh, pass auf. Oh, nein, das wollte ich nicht. Nein! Hat keiner gesehen. Hex. Seht ihr, Leute, das passiert, wenn offscreen ist. Das passiert immer.
bin Chaos 45 Hex. Ach so, ja, verstehe. Ah ja, natürlich, genau. Das fällt überhaupt nicht auf, muss ich sagen. Du hast übrigens einen riesen Schlüssel auf deinem Rücken drauf, ne? Das ist echt? Mega witzig, ja, Mann, Alter. Warte mal, ich schau... Warte, ich baue mir übrigens jetzt... Ah, Flo, weißt du, was ich noch habe? Ich habe noch Mithril-Ingot. Ich könnte mir daraus ein Schwert bauen. Soll ich das mal machen? Weil ich habe nämlich gerade keins. Mithril, wie gut ist das? Weiß ich nicht. Warte, wir schauen mal nach, wie viel Schaden das macht. Ich habe nämlich fünf Mithril. Soll ich dir auch gleich eins mitbauen? Ja! Eins, zwei, das heißt, wir haben ein Schwert und zwei. Ja, das macht 7 Schaden, Flo. Wie Diamantschwert, lol. Lol. Übertrieben. Oh, komm her. Jetzt guck hier. Boah. Was ist das? Lol, eine Eisenchest. Guck Boah. Hier. Nimm mal das Schwert hier. Lol, das ist blau. Das ist blau, Flo. Genauso wie dein Kopf ist wieder. Lol, warte. Deiner auch. Das ist sau witzig. Ja, Mann, das ist übelst krass, wie man da blutet, Alter. Und dein Kopf liegt da auch ein paar Sekunden auf dem Boden. Sau witzig, Alter. Ach ja. Alter, ja, stimmt. Man könnte ja theoretischerweise hier so eine frische Verbindung herstellen. Weißt du, wir könnten uns tatsächlich, wenn wir unsere Baukünste benutzen könnten, ne, könnten wir irgendwie so wie so eine Verbindung zu unseren Häusern bauen, verstehst du? Wir bauen ein Camp. Oder? Ja, Mann, lass ein Camp bauen. Das nennen wir dann Camp. Oh, guck mal, ich bin eine richtige Lusche. Ich habe ein Craft-Table gebaut, obwohl das ist. Lol, das ist tatsächlich ein bisschen traurig. Hä? Lol, das. Ach so! Mal, du hast denn in so einer Eisenchest einfach mehr Platz, oder wie? Ja. Lol, cool, Mann. Das heißt, lol, Waterbucket. Du hast ein Waterbucket? Ah, ja. Stimmt, hattest du. Oh, cool, ey. Und dieses Windium-Ohr, das habe ich auch zu Hause bei mir liegen. Da habe ich auch noch eins irgendwie davon. Stimmt, aber lass mal hier irgendwie so eine Art Camp bauen. Und zwar, weißt du, wie wir das machen, Flo? Warte, ich zeig's dir gleich, wie wir das machen. Was machst du? Warte, ich zeig's dir. Einen Moment. Ganz kleine Sekunde warten. Wird eine Überraschung. Das wird dir, ich glaube, das wird dir auch gefallen. So, Flo, einen Moment. Weißt du, wie man ein richtiges Camp baut, Flo? Ja? Wie? Indem man eine Begrenzung baut. Und weißt du, wie man die baut? Digga, richtig mies, Alter. Hä? Das würde aber schon witzig aussehen, wenn man hier so eine Begrenzung hätte. Oh, lol. Was sagst du? Ja, Mann, Alter, das ist... Guck mal, da kommt man nicht drüber, wenn man normal... Doch, kommt man, lol. Der Zaun bringt gar nichts. Aber... Nein, der buggt man. Das heißt, die Zombies buggen dann drin. Hä? Ich glaube, das ist relativ witzig gegen Zombies. Ja, du musst rückwärts laufen. Genau, richtig. Hä, Leute, das stimmt, aber wenn die Zombies dann dagegen gehen, dann buggen die ganze Zeit. Das ist es, Flo. Das ist unser Erfolgskonzept in diesem Projekt. Wir bauen jetzt so ein Camp wie The Walking Dead. Ja, Mann, Alter, wie in The Walking Dead bauen wir uns jetzt einen Zaun auf, ja. Und ich hoffe, die Folge hat euch mal wieder gefallen. Wir haben heute sehr viel erlebt. Falls ihr wieder Lust habt auf eine weitere Folge, die nächste Folge kommt dann demnächst beim Flo. Und man sieht sich in der nächsten Folge. Wir bedanken uns mal wieder fürs Zusehen. Und ich würde mal sagen, haut rein, Leute. Ciao!